Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute tue ich euch mal die Fragen beantworten, die ihr mir unter mein letztes Video gestellt habt. Ich hätte gesagt, wir fangen sofort an. Ich werde im Hintergrund ein kleines Gameplay laufen lassen, dass es nicht so langweilig wird. Wie alt bist du und warum hast du mit YouTube angefangen? Also ich bin halt 15 Jahre alt und warum ich mit YouTube angefangen habe, ich weiß nicht, ich habe halt einfach immer gezockt und so, habe mir vielleicht gedacht, dass ich das irgendwann mal einfach veröffentlichen kann. Ich habe auch diesen YouTube-Kanal, ist nicht mein erster YouTube-Kanal, ich habe davor noch andere geführt, ein paar Leute wissen das vielleicht, ein paar Leute sind noch von einem alten YouTube-Kanal rüber. Ich kann mal kurz erzählen, wie das genau war. Also ich habe einen YouTube-Kanal gehabt, der hieß ja FIFA Livestreams, glaube ich, weiß nicht mal ganz genau, ist auf jeden Fall schon ungefähr, ich glaube, 4 Jahre her oder so. Ja, da habe ich damals immer FIFA-Videos hochgeladen und halt da war es noch mit Handy abgefilmt und so und habe die dann hochgeladen. Aber warum ich mich FIFA Livestream genannt habe, weiß ich nicht, weil ich habe eigentlich nie einen Livestream gemacht. Da habe ich auf jeden Fall damals angefangen, habe glaube ich damit 12 Abonnenten geschafft oder so. Danach habe ich aufgehört. Danach habe ich einen YouTube-Kanal gehabt, der hieß Gaming und Business Planet. Da habe ich damals Wissensvideos hochgeladen. Ein paar habe ich davon noch, also ich könnte vielleicht irgendwann mal darauf reagieren. Ich habe die auf jeden Fall noch alle auf Festplatte gespeichert. Da habe ich halt Sachen erklärt, halt was schulmäßig angeht, habe ich halt Sachen erklärt. Und dann habe ich auch ab und zu Spiele gezockt, deswegen auch der Name Gaming und Business Planet. Mit dem Kanal habe ich ungefähr 50 Abos gemacht. Dann habe ich auch damit aufgehört. Lag einfach daran, weil mich einfach sehr viele Leute aus meiner Schule gehatet haben. Deswegen, ich wollte dann einfach von neu anfangen und habe dann den YouTube-Kanal Action Wolf gegründet. Ich bin auf jeden Fall weit gekommen. Ich habe auf jeden Fall eine sehr starke Community. Deswegen auf jeden Fall Ehre geht raus auf jeden Fall an jeden, der sich immer die Livestreams gönnt und auch ein Abo da gelassen hat, immer die Livestreams liked, die Videos liked. Finde ich auf jeden Fall sehr krass, wie viele Leute auf jeden Fall immer am Start sind. Den YouTube-Kanal habe ich jetzt auf jeden Fall als drittes. Kommen wir auch zur nächsten Frage. Was ist dein Abo-Ziel? Mein Abo-Ziel wäre vielleicht, irgendwann mal 1000 Abos zu schaffen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie lange spielst du schon Roblox? Roblox spiele ich schon ab 13 Jahre, also so, wo ich halb 14 war. Deswegen, also 1,5 Jahre ungefähr kann das hinkommen, bis 2 Jahre. Hat noch jemand drunter geschrieben, dass ich weiter so machen soll. Danke auf jeden Fall. Was wolltest du eigentlich mal werden? Was wolltest du mal werden, als wäre YouTube mein Beruf? Nee, was ich mal werden will, schwierig, habe ich noch keine richtige Vorstellung. Ich wollte damals auf jeden Fall mal irgendwie so Bühnentechniker werden, also für so Live-Events, für so Musiker oder sowas, sowas mit Bühnentechnik, wollte ich auf jeden Fall damals mal werden. Deswegen habe ich hier auch noch sehr viele Lampen. Also ich kann vielleicht mal, wenn ich meine Roomtour mache, kann ich mal meine ganzen Lampen zeigen. Ich habe so Bühnenlampen und alles und auch Funkmikrofone für Bühnentechnik und sowas. Da habe ich alles noch da. Wo willst du mal arbeiten, ist eigentlich die gleiche Frage. Welche anderen großen YouTuber magst du so? Top 3. Ich mag so, ist immer schwierig. Eigentlich schaue ich verschiedene YouTuber. Ich würde sagen, von Zocken her, also von Gameplays und sowas, würde ich sagen, Paluten schaue ich oft. Dann würde ich sagen, was Musik angeht, höre ich oft Reportagen. Ja, aber ich glaube, die einzigen zwei großen YouTuber, die ich oft schaue, sind Paluten und Reportagen. Ja, was ich auf jeden Fall auch noch sagen wollte, ist, ich werde auf jeden Fall mal wieder mit Videos langsam wieder anfangen. Ja, ich habe mir auf jeden Fall gedacht, dass ich mal so eine Serie mache, wo ich so über mein ganzes Leben erzähle und das dann immer so weiter aufbaue. Ab und zu kommt dann immer so ein Video, da erzähle ich irgend so eine Story aus meinem Leben. Ja, dass ich so welche Videos mal bringe oder ich tue auch vielleicht bald eine Setup-Tour hochladen oder halt irgendwelche Videos draußen, vielleicht irgendwelche Fußball-Challenges, wenn halt Corona und so vielleicht langsam mal wieder weg ist. Oder was weiß ich, irgendwelche Videos vielleicht mal im Freien draußen. Würde ich auf jeden Fall sehr feiern. Wenn euch auf jeden Fall das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. An alle, die neu sind, dass ihr gerne noch ein Abo da lasst. Glocke aktivieren, ganz wichtig. Dann hätte ich gesagt, haut rein. Ciao, Leute. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Mal schauen, was als erstes kommt.